Al-Shabi rahimullah ta'ala, so wird überliefert bei Al-Bayhaqi mit einer authentischen Überliefererkette, Al-Shabi ist ein Schüler von Abdullah ibn Mas'ud. Al-Shabi sagte, es gab einen Mann, der eines Tages aus dem Jemen kam, um auf dem Weg Allahs Azza wa Jal zu kämpfen. Und das war sein Ziel. Er ritt auf einem Esel in Richtung des Zieles, für Allah Azza wa Jal zu kämpfen. Mitten auf dem Weg ist sein Esel zusammengebrochen und gestorben. Dann ist dieser Mann abgestiegen von seinem Esel und er hat gesagt, ja Allah, du weißt, dass ich aus keinem anderen Grund meinen Ort verlassen habe, außer dass ich auf dem Weg bin, jetzt für dich zu kämpfen. Und ja Allah, du weißt, ich mache das nur aufgrund deiner Zufriedenheit heraus. Und ja Allah, ich weiß, du bist derjenige, der die Toten wieder lebendig macht. Und ja Allah, ich weiß, dass du diejenigen, die in den Gräbern sind, wieder auferwecken wirst. Ja Allah, gebe meinem Esel wieder Leben, dass ich mich weiter auf dem Weg machen kann. Als er diese Worte zu Ende gesprochen hat, ist der Esel aufgestanden, hat sich gerüttelt und war wieder am Leben. War wieder am Leben. Schaut mal, Al-Shabi, rahimullah ta'ala, der auch ein Hadith-Gelehrter ist und Hadith überliefert hat, er sagte, ich glaube es selber nicht, außer ich hätte es mit den eigenen Augen gesehen. Dieser Esel, der schon tot war, später, als dieser Mann aus Jemen wieder in Kufa gewesen ist, im Irak, so hat er sogar diesen Esel noch für 200 Dirham verkauft. Ein toter Esel, der noch zum Schluss Geld gebracht hat. Allahu Akbar. Schaut mal, diesen Hamar. Er hat uns noch Geld gebracht. Ich möchte bitte nur auf eine Sache hinweisen. Allah gibt Karama, wen er will. Was heißt Karama? Was gibt Allah? Nee, Segen ist kein Segen. Was ist Karama? Ehre. Oder? Ja. Okay. Sagen wir besser. Nein. Okay, wir können sagen, Allah ehrt manche Personen. Er gibt ihnen Dinge, die er nicht jedem gibt. Nicht, dass wenn jetzt dein Hamster stirbt, du sagst, ja Allah, ich war gerade auf dem Weg von dir und lass meinen Hamster wieder leben. Das war eine Ehrung. Aber nichtsdestotrotz hat Allah ihn bewiesen, dass er das machen kann, subhanahu wa ta'ala. Und das ist Gewissheit. Als dieser Mann, nachdem sein Esel wieder gelebt hat, dass ihm gesagt wurde, es wurde gesagt von den Leuten zu diesem Mann, hast du wirklich daran geglaubt? Er sagt, was ist mit euch los? Der Esel ist gestorben, ich habe Allah darum gebeten, dass Allah ihn wieder zum Leben erweckt und Allah hat es getan. Was ist euer Problem? Seht ihr die Gewissheit, liebe Geschwister? Die fehlt uns. Wallahi al-Azim, diese Gewissheit fehlt uns. Und solange diese Gewissheit uns fehlt, werden wir niemals bekommen von Allah, worum wir ihn bitten. Warum? Was sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Udu'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Bittet Allah, während ihr gewiss seid.